Spinner. Lass dich von mir durch die Weltgeschichte kutschieren. Na verdammt nochmal! Hier ist zombiefreie Zone, Mann! Ja, ich merk's, wie das zombiefreie Zone ist. Das Auto macht gleich schlapp. Wir holen uns lieber mal das 2-Bike. Geht dem wahrscheinlich auch ganz gut ab. Ja, es war ein kurzer Ritt. Was war denn das jetzt, Sat? Frechheit. Wir halten das Auto. Ja, jetzt habe ich eine Pistole aufgehoben. Das geht gar nicht. So, jetzt ab ins Auto. Komm schon, Marcus. Erledige die Scheißkerle. Zombies vernichten in der Nähe von Vernon. Mal wieder. Tut mir echt leid. Und Überleben gerettet. Mal wieder. Okay, ich bin weg, Mann. Ihr seid tot! So, das Haus des Sammlers. Mal einfach mal durch die Mitte. Ah, du brauchst Hilfe. Nee, brauchst doch nicht. Ab, Kamerad. Hoch mit dir. Oh nein! Überall stöhnen sie und schreien sie. Ist ja nicht wahr. Wo ist deine Mama? Zombies go, noch ein vor. So, da hinten haben wir Greta. Und nochmal Zombies. In der Nähe von Greta. Oh mein Gott, danke. Bitteschön. Ich schlage mich allein durch, aber danke für die Hilfe. No problemo. No problemo. Da ist es. Perfekt. Und da ist schon einer reingepflanzt. So ein bisschen. Was haben wir denn da? Flammenhandschuhe. Und, nee, das ziehe ich jetzt nicht an.
Abriegelung eingeleitet. Oh shit. Wurde das System fälschlicherweise aktiviert? Bitte am Alarmsystemsteuerpult bestätigen. Scheiße! Ich muss hier raus! Ja, so ein bisschen wäre das nützlich. Vater Hölle! Ich glaube, da hat er irgendwann Geburtstag. Lass den Scheiß! So, wo ist dieses Steuerpult? Heilige Scheiße! Ja, heilige Scheiße. Und schon wieder Level up. So. Schon wieder Level up? Nee, ne? Zwei auf einmal? Nee. Oh Gott. Bei der üblen Gesellschaft war es kein Wunder, dass sie sterben wollte. Scheiße! Cooles Gemälde und weg damit. Danke für die Bestätigung. Abriegelung deaktiviert. Einfach alles rausgerissen. Okay. Wo sind die Teile? Ja, yep, das ist die bessere Frage. Verdammt! Wo sind sie? Die da. Teile müssen hier irgendwo sein! Da ist schon mal eins. Das Bruder. Willst du das echt durchziehen? So, den Höhenmesser. Ich rieche Ärger. Hab ich dich. Lass den und es fehlt das noch. Das wollte eins. Ich nicht. Und noch ein Rezept. Hier. Säurespritzer. Wie war das mit Kameradschaft? Ja. Bleib mal locker. Nichts dafür, dass du immer noch bei mir bist. Quittung? Mist. Die Schwungscheibe wurde zu einem Kopier in Engelton gebracht. Ich muss sie finden. Scheibenkleister. Erst raus hier. Ab zum Kurierdienst. Marquez, kommst du bald mal? Jetzt rennt er wahrscheinlich wieder gegen die Wand. Runter! Und da hinten ist auch noch das. Ha, das ist perfekt. Jetzt kann ich den nämlich auch direkt mal wegschmeißen. Hey, einer deiner alten illegalen Freunde drüben am Bahnhof von South Almuda. Er hat Ärger. Die Gejagten. Na, da wollen wir doch mal helfen gehen. South Bermuda, wo ist das? Das heißt, schon wieder über die Autobahn. Und diesmal nach Süden. Na gut. Was macht man nicht alles für Freunde?
Keine Kombi möglich. Schade. Mir fehlt hier noch so ein bisschen Destruction Engine, dass wenn man so die Mauern einreißen dürfte und sowas. Das fehlt. Jeha! Mist! Wo ist der hin? Oh ja, Jeremy, wo bist du? Poten weg! Dann wollen wir mal! Das ruht den Bahnhof von Alameda. Ach, leck mich doch. Jeremy! Wo bist du? Die Waffen sind doch alle weg. Hoffentlich geht's dem gut. Ah, guck mal an. Ich beneide meinen Onkel, der bald eine Tour macht. Through the USA. Mit so einem schönen Chopper. Hätte ich auch Bock drauf. Aus. Ja, kein Problem. Haben wir nichts zu tun. Außer noch die Nebenquester. Die muss sein, bevor wir weitermachen können. Und mit dem Teil geht's einfach am schnellsten. Muss ich mir merken. Vorne Spirale, dran Schlauch, zumachen, dichten. Ein bisschen Propangas-Tank dran. Boah, er kommt nicht vorwärts. Jetzt. Ivy, ich komme. Oh, vielen Dank. No problema. Da kann man außen rumfahren. Da ist immer explodiert, dann sehe ich schon. Ich weiß es nicht mehr, wo ich lang muss. Aber es sieht geil aus. So, wo ist es jetzt? Geradeaus, links oder rechts? Jetzt geht's los! Feuer!
Lunda. Ich glaube, ich gehe mal lieber mit der Waffe hin. Panzerbrechende Munition bringt's da mehr. Hey, such Deckung bei der Fahrt an diesen Bastarden aus und ich schlage dich vielleicht für einen scheiß Orden vor. Schon fertig. Hallo, Duck. Wir hätten dich fast gehabt. Alles okay? Die waren noch nicht mal nah dran, Soldat. Ich war mal von 50 Rebellen umzingelt und bin nur mit Hilfe eines Fernstochers da rausgekommen. Seid auf der Hut. Das hier ist ein Komplott der Regierung. Wir sollten schleunigst verschwinden. Okay, Duck. Indem ich ihn gerettet habe, war das schon abgeschlossen. Perfekt. So lobe ich mir das. Mein Gefährt ist darunter gerollt. Entschuldigung, Duck. Du bist kein Freund. Und ob ich das bin. Und total patriotisch, wie man da erkennen kann. So, jetzt, gut, wir kommen am Haus vorbei. Nehme ich ihn halt mal mit. Eine kurze Runde. Ich glaube, ich hole mir erstmal noch ein neues. Für den Weg zurück. Sieht nämlich nicht so aus, als würde es noch den Weg überleben. So, ab, hoch mit euch. So viele Fahrzeuge, wie ich in dem Spiel schon benutzt habe. Gut, die Zombies sind auch ihr Witzig zu viel. So viel Zeit hätte ich gar nicht gehabt, die Teile zu bauen. Oder alleine die Teile zu finden. Absurdität! Aber genau deswegen spielen wir es ja. Ich finde es gut, dass sie das mit den Erfahrungspunkten gedrosselt haben mit den Fahrzeugen, jedoch gegen Ende vom Spiel. Naja, das kriegt man sowieso alle. Wenn sie sich ein bisschen sparen können. So, und aussteigen. Komm mal mit. Wir müssen jetzt was holen. Ah, Scheiße, jetzt ja. Weiß ich auch, warum das dort hinten noch abgesperrt war. Hier haben wir den Speed-Junkie überholt. Ihr kriegt mich nicht. Nein. Ich muss Brandon helfen. Ich mach euch alle fertig. Mach mir nur keinen Ärger, Penner! Mir nach, okay? Ja, Warmduscher! Hier drüben! Nick, die tätowierte Braut von vorhin ist im Industrietunnel unter Beschuss.